Ja, moin Leute, grüßt euch noch. Ja, 10 Tage bis zum Friseur. Ich bin heute mit dem Simon unterwegs. Wir sind im Harz. Die erste Loka war leider schon, ja, konvertiert. Das war der alte Wehrmachtsflughafen. Die letzten Lost Place Gebäude sind bereits umgewandelt in moderne Gebäude. Das ist die Aktualität der Karten halt, ne? Und ich würde sagen, wir sind mal unterwegs, suchen uns jetzt ein paar neue Lost Places raus. Schönes Wetter heute und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ich würde sagen, kommt mal mit. Jetzt wollen wir uns ein bisschen was zeigen. Leute, es geht mal wieder im Harz. Wieder nur bergauf. Oh. Konditionen kommen wieder. Leute, betreten verboten, betreten verboten. Ja, freilaufende Hunde. Wahrscheinlich schießen die auch auf die Hunde. Und wir schauen mal, ob wir drauf kommen. Das Loch wird irgendwo sein. Immer dem Zaun entlang, bis das Loch kommt. Ja Leute, wir sind drauf, ehemaliges Sanatorium, sieht aber schon unglaublich runtergekommen aus, muss ich sagen. Und der Zaun ist immer so stark wie sein schwächstes Glied. Das nächste Loch kommt bestimmt. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Sonst wird es ein Lost Place Fail Video. Leute, hier haben wir wahrscheinlich entweder Lost Garden oder Lost Grillhäuser. Die sehen doch schon interessant aus. Wahrscheinlich so ein wunderschöner Gartenpavillon, wo sich dann die Damen und Herren mit ihrem Kaffee vergnügen konnten. Würde ich mal fast sagen. Und so wie das aussieht, ist das hier nicht erst seit gestern Lost, sondern schon bestimmt 20 Jahre. Aber ich muss sagen, interessante Struktur. Das scheint mir wie so ein Pavillon gewesen zu sein hier. Ja, der Kollege weiß mehr. Das war eine Tuberkuloseklinik. Und das waren sogenannte Liegehallen. Für welchen Zweck auch immer. Das kann uns wohl nur jemand erklären, der im Krankenhaus arbeitet. Aber hier scheinen eben Liegen drin gewesen zu sein. Der Schlauch ist ganz schön lang. Und auf jeden Fall muss ich sagen, sieht interessant aus. Schönes Licht hier. So Leute, wir gucken uns mal die alten Sanatoriumsgebäude an, die aber nicht mehr sehr vertrauenerweckend aussehen. Ich würde sagen, da werden wir höchstens noch von außen reingucken können. Denn das sieht gar nicht gut aus. Da sind die Dächer schon runtergekommen. Ja, Leute, das, guck mal, wer kommt. Das Sanatorium sieht schon ein bisschen länger verlassen aus. Ja, Leute, das ist doch mal ein Ausblick hier auf einen wunderschönen See im Harz, wo man jetzt mit einer Drohne entlang schweben könnte, die ich nicht dabei habe. Wunderbarer Ausblick hier. So, gehen wir mal rein. Ich glaube fast, wir brauchen gar keine Lampe heute. Auf jeden Fall sieht das ziemlich interessant aus. Nämlich ja, ein Zustand, der eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Kuckuck. Was tun hier? Ein bisschen rumpimmeln, wa? Wir wollen ja in die Oberpimmelgruppe. Mmh.
Das sieht aus wie ein Leseraum. Naja, Leute, und das Faszinierende ist immer die Heizkörper, die da oben an der Decke, werden die bloß an die Decke montiert. Erzählt mir das, erklärt es mir in den Kommentarfeldern. Wieso hängen die Heizkörper an der Decke? Und was meinst du, Kienzle? Gehen wir in die erste Etage? Ich glaube eher nicht. Ja, das ist das Problem hier. Wir sind hier 10, 15 Jahre zu spät. Möglicherweise wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber die Häuser sind alle nicht mehr betretbar. Außer, ja, man riskiert sein Leben da wieder durch die Decke durchzubrechen. Müssen wir nicht haben. Tja, das sieht aus wie eine alte Waschtrommel. Könnte zumindest sein, oder vielleicht war es auch eine Ölfeuerung. Möchte man nicht drüber spekulieren. Ja, könnte eher eine Waschtrommel gewesen sein. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange alles schon out of order hier. Ja, auf jeden Fall war das mal richtig schön hier. Kann man gar nicht anders sagen. Aber den Niedergang würde ich sagen, mindestens Mitte der 90er, wenn nicht noch länger. Das sieht doch hier schon alles ziemlich runtergekommen aus. Hier war das wahrscheinlich das Heizhaus. Und die Antifatzken waren sicherlich auch schon hier, wie man überall sehen kann. So, schauen wir mal, ob wir noch in diesen wunderschönen Turm kommen, die auf dem Gelände ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Nee, die Autos standen vor den Gebäuden und dann kamen die aus dem Gebäude raus. Ja. Ich sage, mal sehen, wer schneller ist. Ich mit meinem Handy die Polizei rufen oder ihr hier vom Gelände runter. Oh, weia. Ja. Gut. Da können Sie sich aber bei uns sicher sein. Wir sagen, wenn wir hier jetzt rumgelaufen wären, es wäre kein Loch im Zaun gewesen, dann wären wir wieder gefahren. Ja. Weil wir machen nichts kaputt. Ja, ja, Leute, das war das Thema Wachschutz. Ja, wie gesagt, erst sind sie böse. Wenn man ein bisschen freundlich drauf zugeht, ist mit den meisten zu reden. Wir haben noch ein bisschen was erfahren hier drüber, aber wir haben auch nichts mehr verpasst, meint er. Und die wollten einfach nur wissen, ob wir zu den Randale-Brüdern gehören. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal vom Gelände runter jetzt und werden uns was Neues suchen. Ja Leute, wir sind immer noch unterwegs, gerade jetzt an der Salzgitter AG. Jetzt erst einmal Pech gehabt, ja, und jetzt kam auch Unglück hinzu. Also wir finden heute wirklich nicht viel und sind auch ziemlich frustriert, dass das heute nichts geworden ist. So, wir versuchen unser Glück mal. Und alte, rostige, vergammelte Tore. Wir sind hier, wie gesagt, auch am Werksgelände einer großen Maschinenbaufirma.
und schauen uns mal an, ob eine alte Verladestation noch da ist, die wahrscheinlich schon über 100 Jahre, wo über 100 Jahren gebaut worden ist. So, das ist hier ein altes Verladegelände, Anlieferung von einem Maschinenbauunternehmen, was es schon seit mehr als 100 Jahren gibt. Und ich nehme an, dass wir auf den alten Materialanlieferungsbahnhof gestoßen sind jetzt, wo früher eben das Material angeliefert worden ist. Ich höre rechts von uns, ja, Krach. Hier wird in drei Schichten gearbeitet wohl. Schauen wir uns mal an. Ja, mal wieder abgezäunt. Das ist wirklich zum Heulen. Aber ich glaube, das Obexer Türchen ist schon, hat der Simon schon gefunden. Oh Leute, das ist hier sowas von zugewachsen. Das ist Wahnsinn. Das ist ein altes Betriebsgelände. Ich würde sagen, ein Schrottplatz, wie ein Buche steht. Und vor allen Dingen muss man wieder aufpassen hier, dass man sich hier entsetzlich auf die Nase legt. Ich nehme mal an, das sind uralte Gebäude dieser Maschinenbaufirma. Zu welchem Zweck auch immer die gedient haben. Ja, hier ist wie gesagt nur ein Schrottplatz, aber ein Schrottplatz, bei dem ich vermute, weit, weit über 30 Jahre, vielleicht schon 40 oder noch länger. Das sind aber auch genau die Orte, wo ich mich früher als Kind im Ruhrgebiet rumgetrieben habe. Diese Orte waren meistens auf den alten Zechenhalden. Die waren ja die Spielplätze für uns Kinder damals. So. Und jetzt sind wir drin. Wo drin auch immer. Also auf jeden Fall eine ganz super alte Heizung. Kohlenheizung nehme ich mal an. Das sieht auf jeden Fall ziemlich lost aus hier. Scheint mir auf jeden Fall hier. Genau, hier war eine Heizung, eine Feuerung. Und irgendwie. Ich versuche mal einen Aufkleber zu finden über das Baujahr, weil das ist ja eine Maschine. Also wird die auch ein Baujahr haben. So, also wir haben auf jeden Fall einen Buderus-Ofen vor uns. Buderus gibt es ja schon ziemlich lange. Und da vorne ist eine Schlagzahl 18. Möglicherweise stammt dieser Ofen hier von 1918. Oh Leute, das ist aber auch lost hier. Das ist hier nur noch ein Trümmerhaufen. Und der scheint wirklich, ja, sehr lange lost zu sein. Oh, hier ist noch eine Heizung, Leute. Und da ist noch ein uralter Radiator drin, immerhin. So sah die ja früher aus. Oh. Ja, sieht sehr entkernt aus. Aber auch ganz klar, ja, vor vielen Jahren, diese Betonschuppen. So, wir suchen nochmal einen Betriebsbunker, den es hier geben soll. Weil das ganze Ding ist ja total Schrott, Leute. Das ist ja ein Totalschaden hier. Aber Leute, was sehen wir hier? Rauchen verboten. Und diese Schriftzüge stammen von einer Zeit, ja, ja, als Deutschland noch etwas größer war. Okay Leute, direkt vor uns sehen wir jetzt das Innere der Fabrikhalle. Ja. Also wir haben überall alte Betriebsgebäude. Das ist ein stillgelegtes Firmengelände hier. Und überall sind auch die aufgeschnittenen Urbexer Türchen. Macht man ja eigentlich nicht. Und möglicherweise war das sogar
einen Viehstall. Weil das war nicht unüblich damals, dass Firmen auch für die Versorgung ihrer Mitarbeiter Viehhaltung hatten. Und hier sieht man, das ist eine Tränke. Hier war auf jeden Fall irgendwie möglicherweise Schweine. Wir befinden uns, wir hatten auf dem Betriebsgelände eines Maschinenbaukonzerns. Und möglicherweise sind hier noch ein paar Stempel, Datumstempel. Leider nein. Ja, richtig geraten, wir befinden uns hier quasi im Kühlschrank eines großen Konzerns. Vor 100 Jahren wahrscheinlich oder ein bisschen noch, ja, sagen wir mal bis minus 70 oder so, wurden ja Tiere gehalten zur Versorgung der Belegschaft. Das war früher völlig normal und üblich. Das gab es auch bei Siemens. Volkswagen hat heute noch eine eigene Viehzucht und Wursterei. Also das ist nichts Ungewöhnliches hier. Boah, Leute, das ist wieder so eine Tour. Weiß Gott, wie viele Jahre zurück. 50, 60. Da sieht es dann schon deutlich anders aus, als wenn irgendwas noch aus der DDR gekommen ist. Also der Kampf mit der Botanik ist hier heftig. Wir müssen nur 100 Meter zurücklegen. Aber wie wir die zurücklegen müssen. Das ist ständiger Kampf mit der Natur hier. Im Hochsommer kannst du es vergessen. Im Hochsommer kannst du es vergessen, das ist korrekt. Aber es sind auch überall Obexerlöcher hier drin. Der Zaun ist überall perforiert worden. Jo Mann, der Simon ist schon weiter abgepimmelt. Wir werden den Pimmelplace auch finden. Ich hoffe noch für Einbruch der Dunkelheit. Kämpfen wir uns weiter tapfer im Auftrage des Herrn. Ja, durch einen. Hast du Macheten dabei? Leute, wir haben den Bunker gefunden. Wir haben ihn gefunden. Er steht direkt vor uns. Und jetzt gehen wir mal rein. Falls wir da reinkommen. So. Da ist unser Bunker. Jo. Ein Ein-Mann-Splitterschutz von Anno Tuck. Benutzt als Koksofen. Da liegen nämlich noch Kohlen drin. Hat jemand eine Feuer drin gemacht? Ja, eigentlich waren es 5 Locations, aber zeigen konnten wir euch nur 2. Der Rest war zu oder nicht begehbar. Ich bedanke mich erstmal bei Simon für den schönen Tag und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Kalter Krieger.